Der süße Abschluss meiner kulinarischen Reise ist eine Fruchtsuppe mit gegrillter Naschi-Birne und Marshmallows. Fruchtsuppen und Grütze sind ja sehr weit verbreitet und sie gehören auch in Osteuropa zu den klassischen Gerichten. Und ich finde, sie sind schon mal eine gute Basis für ein feines Dessert. Aber man kann sie natürlich auch noch ein bisschen kreativ aufpeppen. Und hier kommen meine Zutaten. Das sind unter anderem Holunderbeeren, je nach Saison frisch oder tiefgefroren. Etwas Apfelsaft, Holunderblütensirup, Kutsu, ein veganes Bindemittel. Dann eine Naschi-Birne, ein paar Marshmallows, eine Zitrone und etwas Rohrzucker. Für die Fruchtsuppe werde ich jetzt erstmal drei Flüssigkeiten aufkochen. Das ist ein bisschen Apfelsaft. Dann haben wir hier Holunderblütensirup. Den kennt man ja sonst auch mal ganz gut aus dem Hugo. Und wir haben noch ganz normalen Holundersaft, also Holunderbeerensaft. Eine gute Fruchtsuppe schmeckt nur so gut wie der Saft, aus dem sie gemacht wird. Variieren Sie mit Säften und Zucker. So, das muss ich jetzt einmal probieren, ob es vielleicht doch noch zu sauer ist. Ein Hauch Zucker kann noch mit dran. So, und das kochen wir jetzt einmal auf, weil das muss noch ein bisschen abgebunden werden. Also nicht ganz so dick wie eine rote Grütze, aber so ein bisschen Bindung sollte schon drin sein. Und da habe ich jetzt mal was Besonderes hier. Das nennt sich Kutsu. Das ist ein Bindemittel von einer japanischen Pflanze. Für Veganer geeignet, ist glutenfrei. So, und das werde ich jetzt erstmal so ein bisschen klein machen, dass man es dann hinterher besser in Wasser auflösen kann. Also dieses Bindemittel gibt es jetzt zum Beispiel im Bioladen. Sie können aber auch wie üblich Perlsago nehmen oder Gelatine oder ganz normale Kartoffelstärke, also was Sie dann ansonsten bevorzugen. So, jetzt kommt hier ein bisschen Wasser mit rein. Und das wird jetzt wie normale Speisestärke einfach aufgelöst angerührt. So, ich sehe jetzt gerade, die Suppe kocht schon. Da können wir jetzt langsam, also lieber nach und nach, das Bindemittel reingeben. Also sie sollen nur so ganz leicht angebunden werden. Gebunden werden. Ich glaube, anbinden tut man Hunde, ne? Man kennt das ja so, wenn man mehrere Gänge gegessen hat, dann lehnt man häufig das Dessert ab dann, weil man einfach voll ist. Und so eine Fruchtsuppe, ich finde, die bringt einen wieder so richtig in Wallung, weil das ist einfach was Leichtes und es ist hoch aromatisch. Deshalb gebe ich jetzt mal die Holunderbeeren rein. Kann man zum Beispiel tiefgefroren kaufen. Man kann natürlich auch Blaubeeren nehmen oder andere Beeren. Also die Farbe ist auf jeden Fall ganz toll. Das ist ein richtig sattes Rot, was schon so ins Lilane übergeht. So, und so fülle ich die jetzt ab. So, irgendwie sehen die echt witzig aus, diese kleinen Beeren. Und die haben es ja wirklich in sich. Sieht so ein bisschen aus wie Pfefferkörner, die da drin schwimmen. So, die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen auskühlen, dann gehen die in den Kühlschrank. Und das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Also ich schneide jetzt einfach mal ein paar Scheiben runter, lasse sogar die Schale dran. Was ich ja immer bei den Naschi-Birnen so phänomenal finde, ist, dass die so irgendwo zwischen Birnen und Apfel schmecken, sind ein bisschen zarter als ein Apfel. Und gefühlt kamen die so vor 10 Jahren in unsere Supermärkte. Und da war das ja was völlig Neues. Also finde ich ganz toll. Ich bepuder die jetzt mit ein bisschen Zucker, also Puderzucker. Kleines Wortspiel hier. Dann für die Säure so ein Hauch Zitronensaft. So, und nochmal wieder Puderzucker. Der Puderzucker, der karamellisiert dann nämlich so schön hinterher in der Grillpfanne. Perfekt. So, dazu noch die Marshmallows, die grillen wir auch, aber die brauchen nicht so lange, deshalb lege ich jetzt erstmal die Naschi-Birne hier in die Grillpfanne. Die Birne jetzt schön braten lassen, dass die auch diese braunen Streifen bekommt. Und dann kurz bevor wir die hinterher rausnehmen, tun wir die Marshmallows mit rein. So, dann können wir jetzt drehen. So, jetzt haben die schon so ein bisschen diese Streifen hier aufgebaut. Ich grill sie nochmal von der anderen Seite. Und da kann ich jetzt schon mal die Marshmallows mit in die Pfanne geben. Ja, da sieht man mal wieder, wie vielseitig die Birne einsetzt. Die kleben schon schön, aber es geht ganz gut.
Also die ziehen so ein bisschen Fäden jetzt wie Zuckerwatte. Da muss man halt aufpassen, dass man da die Finger schnell wegkriegt. Aber sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Schmeckt auch cool. Ich gehe schon mal zum Kühlschrank jetzt und hole meine Fruchtschale raus. Da können wir nämlich schon anrichten. So, einfach jetzt die Naschi-Birne an den Rand. Dann kommt unser Marshmallow drauf. So ein bisschen Minze noch dazu. Und fertig ist meine Fruchtsuppe mit gegrillter Naschi-Birne und Marshmallow. Die Rezepte zum kompletten Menü aus dem Osten gibt's auf unserer Homepage. Guten Appetit!